Titelsammler Marcel Jeleniowski gewinnt Goldpokal. Erfolgspilot Marcel Jeleniowski hat seine beeindruckende Titelsammlung um einen prestigeträchtigen Triumph erweitert. Am Wochenende holte sich der Bornheimer in Wiedersheim den Sieg in der Klasse KZ2 beim Goldpokal von Deutschland. Dabei hatte das Rennwochenende in Baden-Württemberg zunächst nicht besonders gut für den 24-Jährigen begonnen. Sowohl im freien Training wie auch im Zeittraining lief es nicht optimal. Als Siebter im Qualifying musste der schnelle Schalker-Pilot für das Prix-Finale mit einem Startplatz in der vierten Reihe Vorlieb nehmen. Im Prix-Finale der Klasse KZ2 am Sonntagmittag setzte mit dem Start des Rennens ein leichter Regen ein. Marcel Jeleniowski nutzte seine Chance und schob sich gleich nach dem Start um einige Plätze nach vorne. Als Dritter kehrte der Pilot aus dem KSM Racing Team von Michael Schumacher aus der ersten Runde zurück. Nach 3 von 17 Runden wurden die Fahrer wegen des stärker werdenden Regens jedoch mit roter Flagge in die Box geholt. Im Anschluss an die Mittagspause fiel um 14 Uhr der Startschuss zu den restlichen 14 Runden. Auch beim Restart kam Marcel Jeleniowski hervorragend weg. Als Startsieger setzte er sich sofort an die Spitze des Feldes, fuhr anschließend einen kleinen Vorsprung heraus und verteidigte diesen souverän bis ins Ziel. Beste Aussichten also für das Finale am Sonntagnachmittag. Von der Pole Position aus gelang auch der dritte Start des Tages optimal. Als Führender diktierte der Tonicard-Pilot von der Spitze weg das Tempo im Feld. Während der gesamten Renndauer leistete er sich keine Fehler und überquerte schließlich als Goldpokalgewinner 2010 mit erhobenem Zeigefinger in Siegerpose die Ziellinie. Okay, herzlichen Glückwunsch erstmal Marcel Jeleniowski, Goldpokal von Deutschland hier in Diedolzheim gewonnen, heute am Sonntag im Rheinland. Du kommst aus dem Rheinland, sagt man, gut laufen, oder? Richtig, super gelaufen. Gestern lief er nicht so prima, Zeittraining nur Siebter gewesen und uns dann abends nochmal zusammengesetzt und nochmal über das Setup überlegt und das hat heute super funktioniert. Okay, wo glaubst du lag der Schlüssel heute zum Erfolg? Du hast, muss man dazu sagen, von deinem härtesten Konkurrent auch in der anderen Meisterschaft, der hat leider gepatzt im ersten Rennen. Hat das dir geholfen? Schlüssel zum Erfolg ist erstmal Glück in den ersten Runden zu haben, dass sie nicht crasht, weil es wirklich ziemlich eng hier ist. Und dann natürlich einen Grundspeed zu haben, die ersten Runden, um sich eventuell absetzen zu können, wie wir jetzt gesehen haben bei mir. Das lief wirklich perfekt. Und dann halt diese Distanz zu halten. Okay, also am Ende im zweiten Rennen hast du, ich glaube, ich richtig gut vom Feld abgesetzt. Im zweiten Rennen dann souverän den Sieg rausgefahren. Da hat der Start, war der Start maßgebend und entscheidend oder was kann man da sagen? Der Start war sehr maßgebend, denn so konnte ich die Pace entscheiden und konnte mich direkt vorne hinaus absetzen. Andersrum wäre es, glaube ich, schwer geworden, wenn Stefan Ernst den Start gewonnen hätte. Deswegen bin ich schon froh, so wie es gelaufen ist. Okay, prima. Zum Saisonende toller Erfolg mit dem Goldpokalsieg. Jetzt steht für dich aber noch das Masters-Finale in Amfing an. Da geht es auch richtig heiß her. Was erwartest du für Amfing? Ich hoffe natürlich, die Meisterschaft zu gewinnen. Marvin und ich liegen nur 5 Punkte auseinander und es wird nochmal ein richtig heißer Kampf in Amfing in 2 Wochen. Okay, nach Amfing weiteres Highlight. Ist das was Besonderes für dich dieses Jahr? Memorial in Kerpen, da wird es auch um den ehemaligen oder den tödlich verunglückten Thomas Knopper zu Ehren von ihm gefahren. Ist das was Besonderes? Sehr besonders, ja, weil sich wieder alle internationalen Fahrer treffen. In Gedenken zu Thomas Knopper hat nochmal fahren, was ja natürlich letztes Jahr passiert ist, war natürlich sehr tragisch. Und da auch über den Stadt nochmal so rüberzuspringen und sagen, keep racing und es geht weiter. Und es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Wochenende in Kerpen, das Memorial. Okay, wir wünschen dir für die nächsten Rennen was viel Erfolg und viel Glück und dann in beschaulichen und netten Saisonausklang in Kerpen. Dankeschön. Okay, danke dir.